knusprige Hähnchenkeulen aus dem Ofen. Ich bin die Celia aus der La Cucina Kochschule. Bleibt dran, wenn ihr das Rezept sehen wollt. Für unsere knusprigen Hähnchenschenkel habe ich hier einmal drei schöne große Hähnchenschenkel, dann so einen guten Bund Rosmarin und Thymian, drei Bio-Zitronen, ungefähr 8 Knoblauchzehen und als Gewürzmischung habe ich hier jetzt einmal ungefähr 2 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Paprika edelsüß, 2 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver, 1 Teelöffel Kumin und 1,5 Teelöffel gemahlener Pfeffer. Ich finde, das ist immer super einfach zu machen. Man hat wenig Arbeit, weil der Ofen macht die Arbeit und die Zubereitung geht sehr schnell. Im Endeffekt habe ich mir hier jetzt ein Backblech vorbereitet, wo ich jetzt einen Rost draufgelegt habe. Und wir starten mit unseren Hähnchenschenkeln. Und bei den Hähnchenschenkeln nehme ich jetzt einmal hier unten am Knochen und schneide das einmal hier ein. Dadurch, wenn das Hähnchen nachher gart, zieht sich die Haut nicht so stark zusammen und mir reißt die Haut nicht. Das mache ich einmal kurz mit allen drei Hähnchenschenkeln. Einfach hier einmal so ein bisschen einritzen. Das reicht schon. So, als nächstes nehmen wir uns jetzt unsere Gewürzmischung und die rühre ich jetzt einmal hier vorsichtig oder ja, die rühre ich einmal gut durch und dann mariniere ich damit gut unsere Hähnchenschenkel. Wir werden die Hähnchenschenkel trocken marinieren. Das heißt, wir werden da kein Öl mehr drauf geben, weil gerade Hähnchenschenkel sind schon sehr saftig und die Haut hat halt schon sehr viel Fett. Würde ich jetzt eine Hähnchenbrust nehmen, das könnt ihr damit genauso gut machen, würde ich die aber nochmal mit ein bisschen Öl einpinseln. Und ich finde immer so Gerichte, die aus dem Backofen sind, super einfach. Ihr macht euch nicht die komplette Herdplatte voll. Ne? Dazu passen, finde ich zum Beispiel, würden auch super lecker ein paar Rosmarinkartoffeln und das könnt ihr auch gut vorbereiten. Das heißt, ne, wenn ihr zum Beispiel abends wisst, ihr habt wenig Zeit, dann könnt ihr das schon mal tagsüber oder vormittags oder am Abend vorher marinieren und dann abends einfach kurz in den Ofen schieben. So, und der letzte Schritt ist, wir werden uns für unsere Hähnchen ein kleines Bett aus Kräutern machen. Das heißt, ich lege hier einmal auf das Rost meine Kräuter, die verteile ich hier schön. Dann schneide ich mir unsere Zitronen in Scheiben. Das gibt nachher dem Hähnchen nochmal wirklich einen super schönen Geschmack. Das heißt, wir legen das jetzt hier einmal, verteilen das hier schön drauf. Und unseren Knoblauch drücke ich nur einmal an. Das heißt, wir schneiden den gar nicht klein, sondern wirklich nur einmal mit dem Messer andrücken. Dann verteile ich den Knoblauch ebenfalls hier drauf. Und dann kommen unsere Hähnchenschenkel hier hin. Unsere Hähnchenschenkel kommen jetzt in den Backofen bei 200 Grad Heißluft für so gute 40 Minuten. Und dann schauen wir mal. Unser Hähnchen war jetzt 40 Minuten im Backofen und schaut mal, wie lecker das aussieht. Und damit ihr mir glaubt, dass es auch knusprig ist, hört ihr das? Also die Haut ist richtig schön knusprig, das Hähnchen richtig schön saftig. Und jetzt probieren wir das Ganze. Heute probiert Rami mit mir. Rami, ich habe knusprige Hähnchenkeulen aus dem Ofen, super schnell und einfach gemacht. Von daher, es ist noch... Sieht auch toll aus. Ja, ne? Also ich finde auch, ne, so aus dem Ofen, ich liebe Hähnchenkeulen, weil die einfach so saftig sind. Ja. Ich bevorzuge es tatsächlich gegenüber Hähnchenbrust. Ja, da bleibt mit dem Knochen bleibt so dran. Was hast du da für einen Lock dran gemacht? Geräucherte Paprika, ein bisschen Salz, Kumin haben wir dran und normale Paprika. Und dann haben wir das Ganze auf einem Bett von Zitrone und Kräutern gegart. Es ist noch sehr heiß, pass das auf. Das sieht aber richtig lecker aus. Es riecht köstlich. Ich liebe ja auch immer die Haut, deswegen ganz viel Haut bei mir. Lecker. Mega. Also ich finde es super lecker. Was würdest du dazu essen? So als Beilage? Ich brauche dazu nicht viel. Vielleicht ein guter Kartoffelsalat, ein Karottensalat. Ein schöner Rohkostsalat ist für mich zu einem schönen... Ja. Erinnert mich auch immer so ein bisschen an dieses Grillhähnchen-Gefühl. Genau. Und, tatsächlich erinnert mich das auch daran, diese Hähnchen wegen. Oder vielleicht auch einfach klar ein paar
paar Pommes sind ja auch immer gut. Pommes sind gut, ne? Ich finde immer so Sachen, wenn man dann ein Gericht aus dem Ofen servieren kann. Ein paar Röstkartoffeln noch dazu, ja. Die kannst du gleich mit reinschieben. Wir werden uns das Ganze jetzt schmecken lassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Abonniert kostenfrei unseren Kanal. Vergesst uns nicht, auf Instagram und Facebook zu folgen. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.